Eine Interkontinentalrakete steigt direkt aus den Fluten des Nordpazifik vor der Halbinsel Kamtschatka im russischen fernen Osten in den Himmel. Es handelt sich um eine Interkontinentalrakete des Typs Bulava, die im Falle des Falles auch mit Atomsprengköpfen bestückt werden kann. Gestartet wird die Rakete vom Atom-U-Boot Juri Dolgaruki. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlicht spektakuläre Bilder aus dem Inneren des Schiffes, als der Kapitän in einer Tiefe von 45 Metern und bei einer Geschwindigkeit von 4,5 Knoten, umgerechnet mehr als 8 Stundenkilometer, den Abschussbefehl gibt. Боевой курс 80. Глубина 45. 3, 2, 1, 0. Есть старт ракеты, шаг номер 1. Es ist zum ersten Mal, dass eine Bulava-Interkontinentalrakete erfolgreich von einem U-Boot abgefeuert wird. Die Juri Dolgaruki trägt 16 solcher Atomraketen und ist damit eine mächtige Waffe im Arsenal des Wladimir Putin.